Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben jetzt hier die Weco Quattro Fontäne. Vier Farbpracht Fontäne. Ups. Test sozusagen. Steht nochmal CAT-F2 und NEM. 29 Gramm, wenn man es lesen kann. 8 Meter soll man sich entfernen, das steht aber überall drauf. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die Quattro Fontäne von Jörg, die hat er mir mal geschickt, ach, keine Ahnung, letzten Monat oder vor 2 Monaten, keine Ahnung, die hat er mal in so ein Sortiment gehabt, vom Lidl, ob die jetzt noch 4 Kammern hat oder nur noch 2. Wie man hier sieht, es löst sich schon ein bisschen, aber wir machen das jetzt original auf. Nehmen wir eine Schere. Und dann, die sieht ja schon ziemlich klein aus. Also ziemlich schmal. Oder vielleicht hat die auch nur eine Kammer. Man weiß es nicht. Oh, ich habe die falsch rum aufgemacht. Dann machen wir die mal schnell wieder zu. Dann machen wir die jetzt mal richtig auf. Upsi. So. Die hat auf jeden Fall noch 4 Kammern. Wie man beim ersten Dings sieht. Mit so ein Papierchen drum. Grüne Visco ist ja klar. Dann schauen wir mal, wie die verleitet ist. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie aufkriege. Mal das Messer nehmen. Ich habe die Scheiße falsch aufgemacht. Die muss ich dann unten nochmal zukleben. Also hier ist die Anfangsvisco bzw. Lunte und hier, das geht dann von unten nach oben, denke ich mal, wie die dann aufgebaut ist. Aber das ist sehr erfreulich, dass die noch 4 Kammern hat, die von 2019 oder 20, wo es noch Lidl-Ware gab, hatte nur 2 Kammern. Also das wollte ich jetzt mal wissen, ob die hier jetzt noch 4 Kammern hat oder nur 2 Kammern. Ich hatte damals, keine Ahnung, von 2018 oder 19 eine Quattro Fontäne, die hatte nur 2 Kammern. Aber die ist richtig schön. Die hat noch 4 wunderschöne Kammern. Das ist richtig geil. Nur eine kleine Vorstellung. Danke fürs Zusehen.